Meine Damen und Herren, liebe Freunde, seit einer Woche nun wird in Großbritannien geimpft. Direkt am ersten Tag gab es zwei Zwischenfälle. Dabei erlitten gleich zwei Personen einen anaphylaktischen Schock. Ich möchte daran erinnern, zu Beginn hieß es, der Impfstoff sei gefahrlos, absolut gut verträglich und ohne Nebenwirkungen. Tja, Pustekuchen. Direkt nach diesem Vorfall wurde die Empfehlung geändert. So heißt es nun, man solle plötzlich keine Menschen impfen, welche starke Allergien haben. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Impfungen können sehr wohl wichtig und wertvoll sein. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass uns eines Tages ein Impfstoff gegen Corona viel Leid ersparen könnte. Es ist die Geschwindigkeit, mit der der Impfstoff auf den Markt gebracht wird. Wir können noch nichts wissen über Langzeitnebenwirkungen und schon gar nicht können wir wissen, wie mRNA-Impfstoffe generell wirken. Schnellschüsse könnten hier weitaus fatalere Folgen mit sich bringen als Corona selbst. Daher möchte ich Sie dazu anregen, informieren Sie sich bei mehreren Quellen. Seien Sie weiterhin kritisch. Blinde Versprechen über einen unerprobten und neuartigen Impfstoff sind nicht nur unhaltbar, sondern auch wertlos und gefährlich. Viele Grüße aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.